Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. In der letzten Folge haben wir Storwacker, das Stammestier der Steinbären, gefunden und befreit, denn die wurde von den Hakoniten gefangen gehalten und wir haben ein Opfer dargebracht und damit dürfen wir jetzt die Arena betreten, um Hakons Prüfungen zu absolvieren und die müssen wir lediglich überleben, das ist ja einfach. Bin ja Zauberer, deswegen können wir mal, ne, hier ordentlich an der Puppe schmatzen, würde ich mal sagen. Aber wahrscheinlich ist das jetzt nur das erste Ding und, ja, kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu. Aber ich vermute mal, oh, so schlecht sind die gar nicht, die sind nämlich auch alle Level 25. Was natürlich im Grunde bedeutet, dass das alles gar nicht so leicht ist. Das heißt, ich mach mal den hier kurz. Ey, nicht weg! Sind einfach weg, Schweine. Das ist aber nicht cool. Habe ich das voll umsonst rausgehauen, ja? Meine tolle Fähigkeit, ey. Man. So, war's das? Ja, was ist da wohl ein Witz hier? Das soll eine Prüfung sein? Gibt's noch mehr davon? Ja, komm. Was kommt jetzt? Ach, guck mal, jetzt kommen andere. Das ist mir eigentlich auch egal. Dann kommen halt andere. Das Blöde ist nur, dass die sich halt ein bisschen, ich setze das mal einfach hier so hin, weil die gerade eh da alle stehen. Ach, guck mal, Josephine ist fertig mit ihrem Bericht. Ist das nicht toll? Au! Alter Arschbratze, ey, was soll denn das? Jetzt stehe ich ein bisschen doof, möchte ich fast sagen. Ein bisschen aus der Ecke raus. Damit ich auch was sehe. Ach schön, wie ich den hinteren nur angreife. Das finde ich toll. So, ein bisschen Schaden machen dadurch. Jetzt nicht sehr viel, aber immerhin. Besser als nichts. Ja, das ist kein Problem bisher. Ist ja recht easy. Geht das die ganze Zeit nur so? Oder kommen da jetzt noch krasse Monstren auf mich zu? Ach, guck mal, das wären einfach nur stärkere Gegner. Naja, pf, gut. Ich sag mal so, was soll das, ne? Ist ja nun nicht so, als ob das schwer wäre. Ja, wobei, die dürften wohl doch ein wenig, schwerer werden. Da kann ich aber einfach mal das hier auf die niederprasseln lassen. Ey, Junge, willst du mich doch wohl nicht an? Ich wollte gerade was sagen, ja? Und dann greift er mich einfach an. Nicht mal zuhören tun die ein. Kein Wunder, dass die keiner mag. Wo bin ich denn hier? Du heilige Scheiße. Warte kurz. Zack. Erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückholen hier. Okay, der ist der down? Wo ist der hin? Warum steht denn jetzt da unten? Alter Cheater. Mann. Aua. Verdammt, da kommt der nächste. Ich muss mal kurz weg hier. Einmal kannst du mal auch jemanden angreifen. Das wäre total Knorke von dir, ne? Ah, ich habe ihn natürlich nicht getroffen. Saubere Sache. Das Blöde ist, dass diese kleinen Typen total nervig sind. Was ist mit dem noch? Schilder einfach eine Ecke auf dem Boden. Ich habe ja genug Tränke, deswegen macht das nichts. Aber das ist schon ein bisschen härter jetzt. Das ist schon ein bisschen knackiger. Gut, konnte man sich jetzt aber auch denken, weil immerhin sind da jetzt auch diese Riesentypen mit bei und die sind ja schon nicht so ohne. So, der ist aber down. Oh fuck, ist doch einer gestorben. Was ist denn da los hier? Ah. Alter. Okay, warte mal kurz. Wir müssen mal ganz kurz hier. Pfeilhagel. Ich weiß nicht, wo der seinen Pfeilhagel hinsetzt. Ohne Scheiß. Aha, das war Pfeilhagel. Das ist die awesomeste Fähigkeit, die ich jemals gesehen habe. Muss ich einfach mal so sagen. Okay, wo ist denn... Wo? Ach, guck mal, der ist ja direkt. Ja gut, dann beleben wir den mal eben. Und ich würde sagen, du setzt auch direkt mal deine Fähigkeiten ein. Weil das sind schon ein paar harte Burschen hier. Machst du nix?
Hauen wir mal ein bisschen alles raus, vor allem ein bisschen alles, ne? Hauen wir mal alles raus, was wir haben. Oh, ich glaube, der will mich angreifen. Nee, der läuft um mich rum. Alles gut. Ist alles gut. Ja, aber ist schon schwerer, muss ich sagen. Aber auch das ist noch nicht so das große Problem. Behaupte ich jetzt einfach mal. Geht eigentlich alles noch. Gibt Schlimmeres. So, den erstmal einfrieren und dann sollte er auch down sein. Mal gucken, kommt da noch eine Prüfung von Harkon? Die wird er dann lustig. Ah ne, das war's. Okay, dann kehren wir mal zum Leiter der Arena zurück. Mal schauen, ob er uns jetzt beglückwünscht oder sagt, naja, das war ja nur so lala. Ha, welch ein Kampf, dieser Kniff mit dem... Aber wem erzähle ich das? Gut gekämpft, Inquisitor. Ich verabschiede mich. Sichere Reisen. Tja, das... Also ich muss ja sagen, naja, das sind ja jetzt nicht die krassesten Prüfungen. Also wenn darauf hier entscheiden, wer der Stärkste ist, bin ich nicht, ich bin mäßig beeindruckt, sagen wir es mal so. So, dann geht's zurück zu unserem ersten Lager, das wir hier errichtet hatten. Dann können wir nämlich mit dem guten Kenric mal sprechen. Dann können wir mal hier die eigentliche Story aus dem DLC ein wenig vorantreiben. Ich glaube, der ist da irgendwo, ja, da ist er. Denn schließlich sind wir ja eigentlich deswegen hier, um den Inquisitor oder den ersten oder den letzten Inquisitor zu finden oder zu bergen oder was auch immer. Ich bin mal gespannt. Erstmal lesen wir alles, was der hier so hat. Wir sind ja durchaus immer interessiert an Neuem, was wir lesen können. Schließ mir auch immer alles durch, natürlich. Lady H., ich meine Späherin Harding, hat hier eine beeindruckende Truppe. Ihre Leute haben zahlreiche Artefakte geborgen. Wenn es irgendetwas gibt, das ihr aufspüren wollt, ist Späherin Harding genau die richtige Frau für euch. Ich wünschte, es wäre so einfach. Nach 800 Jahren können wir nichts weiter tun, als nach Spuren zu suchen. Stoffe und Leder werden schon seit langem verrottet sein, sofern sie nicht verzaubert waren. Lediglich Metall und Stein ist noch identifizierbar. Und was die Sache noch komplizierter macht, sind jüngere Stücke der Avar und natürlich antike Stücke, die dem Reich von Tevinter zuzuordnen sind. Glücklicherweise habe ich einige für die Epoche spezifische Schnallen gefunden, die eindeutig auf unseren letzten Inquisitor hinweisen. Ihr sagtet, einige der Stücke seien dem Reich von Tevinter zuzuordnen? So ist es. Obwohl man derart weit im Süden nur selten auf tevinterische Ruinen stößt, hatte das Reich hier einst eine Art Außenposten. Er wurde möglicherweise als Ritualstätte errichtet. Ich wüsste nämlich nicht, welchen militärischen Nutzen er gehabt haben könnte. Jedenfalls hat das unsere Nachforschungen ein wenig erschwert. Aber das habe ich einkalkuliert. Hatte ich das schon? Weiß ich nicht. Bis zu den Schnallen konnte ich euch noch... Das folgen. Hatte ich, glaube ich, schon. Ihr denkt vielleicht, eine Schnalle sei eine Schnalle. Ja. Den Spruch kenne ich doch. Eine Schnalle ist eine Schnalle. Ist ein Feld, das den Gürtel der Erkenntnis... Was habt ihr herausgefunden, Professor? Bislang weist alles auf das Flussufer nicht weit im Süden hin. In der Nähe des Ufers hat irgendeine Schlacht stattgefunden. Sie waren in großer Eile. Die Späher haben von einer Insel in der Nähe einer Fischersiedlung der Avar berichtet. Aber die Avar selbst wollen kaum etwas darüber preisgeben. Wie kommt ihr darauf, dass der letzte Inquisitor in einen Kampf verwickelt war? Wir haben hier eine Spange, die häufig für Rüstungsverbindungen verwendet wurde. Sie wurde eindeutig durchtrennt. Dazu ist nur ein harter, schneidender Treffer in der Lage. Wie von einer großen Klaue oder einer Axt. Dann hätten wir da noch diesen Dolch. Er ist aus Silberit, besitzt einen stilisierten Drachenknauf und trägt die Inschrift Cordillus. Dieser Dolch muss ein Geschenk von Cordillus Drakon gewesen sein, dem ersten Kaiser von Orlais. Niemand würde etwas derartiges einfach verlieren. Was könnt ihr mir über diese Fischersiedlung der Avar erzählen? Nicht viel. Die Avar dort sind freundlich. Ganz anders als diese Barbaren von Harkons Fäng. Den Spähern zufolge waren sie aber nicht bereit, viel über die Gegend preiszugeben. Vermutlich aufgrund irgendeines örtlichen Aberglaubens. Ich werde nach einem Weg auf diese Insel suchen und nachsehen, ob dort irgendetwas Nützliches zu finden ist. Ausgezeichnet. Ich fahre derweil mit der Untersuchung der Fundstücke fort. Mit ein wenig Glück finden wir beide ein paar Antworten. Und noch etwas. Colette, eine meiner Forschungsgehilfinnen, hat Untersuchungen über ein altes Bauwerk im Norden angestellt.
Ich bin mir nicht sicher, ob es mit unseren Nachforschungen in Zusammenhang steht, aber es könnte nicht schaden, mal bei ihr nachzufragen. Okay. Hätte ich eigentlich auch als erstes machen können, ne? An und für sich. So, wir gucken mal ganz kurz. Was haben wir hier? Die Veröffentlichung würdig, bla bla. Das ist das mit der Colette. Und hier ist das, was noch bleibt. Okay. Würde ich erstmal hier hingehen. Ja. So. Reisen wir erstmal dorthin, gucken, was diese Colette da, ne? Was es damit auf sich hat. Ich hoffe, von hier komme ich da auch hin. Nicht, dass das dann heißt, ach nee, die ist ja woanders. Wäre halt ein bisschen doof, aber naja. Wir werden sehen. Aber ich glaube, das ist doch hier unten. Ja, die müsste hier irgendwo sein, die alte. Gegner. Dort drüben. Wir müssen etwas unternehmen. Ja, ich bin doch schon dabei, meine Güte. Bleib doch mal geschmeidig, Schätzchen. Ach, Colettchen, was ist denn da los? So, sollte er wohl reichen. Sollte er reichen. Wo ist die denn eigentlich? Ach, da steht sie. Nee. Wo ist die denn, die Alte? Boah, Vieh, geh weg jetzt. Meine Güte. Ich glaube, das war eigentlich gar kein gegnerisches Tier, aber das ist egal. Ach, da ist Colette. Inquisitor, ich kann noch immer kaum atmen. Die gar nicht gesehen. Aber zumindest wurde ich nicht in Stücke gerissen. Dafür danke ich euch. Ich bin Colette, Professor Kenricks Forschungsgehilfin. Ich hatte gehofft, eine Tevinter-Ruine in den Hügeln studieren zu können. Allerdings habe ich womöglich nicht die allerbeste Route gewählt. Möglich. Ihr seid Kenricks Forschungsgehilfin? Dann studiert ihr also an der Universität von Orlais. Ja. Wieso? Orlesianische Institutionen stehen Elfen nicht immer sonderlich aufgeschlossen gegenüber. Nun, wir können ja nicht alle eine Inquisition anführen. Obwohl ich annehme, dass auch hinter eurem Rücken geflüstert wurde. Die Universität nimmt jeden auf, der des Studiums würdig ist. Allerdings sind unter den Studenten tatsächlich nur wenige Elfen. Wie gefällt es euch dort? Es ist nicht leicht, aber es ist das, was ich will. Und ich arbeite gerne für Professor Kenrick. Elfische Forschungsgehilfen sind... Nun, was Veröffentlichung angeht, sind ihre Beiträge häufig nicht bedeutend genug für eine namentliche Nennung. Natürlich. Aber Kenrick fördert Leute, die etwas lernen wollen. Wenn unsere Forschungen veröffentlicht werden, weiß ich, dass auch mein Name genannt werden wird. Was hattet ihr in der Ruine zu finden gehofft? Das Reich von Tevinter war hier nur kurz vertreten, doch seine Architektur hat überdauert, in Form von Zufluchten und Wahrzeichen. Die alten Avar müssen auf diese Bauwerke gestoßen sein, die zweifelsohne aus einer Zeit vor Inquisitor Emeridan stammen. Insofern könnte uns die Untersuchung der Ruinen Einblicke in die Geschichte dieser Region gewähren, sobald ich damit beginnen kann. Ihr haltet an eurem Vorhaben fest? Ich habe alles gelesen, was wir über Emeridan haben. Neue Aufgaben. Nun denn, lebt wohl. Auch geil. Erstmal unterhalten, dann zack, bumm, ne? Nur erstmal das Vieh hier killen. Ah, nicht schlecht. Ich bin gerade am Unterhalten, ey. Da kommt so ein Mistvieh an. Was soll denn das? Also, die sind echt ein bisschen unhöflich. So, ich glaube, jetzt verfolge ich erstmal das hier. Machen wir das mit Colette mal. Schauen wir, wohin uns das führt. Boah, das hält aber ganz schön was aus, dieser Sumpffischer. Und die läuft ganz seelenruhig hier durch die Gegend. Das ist doch wunderbar. Oh nö, nicht noch einer. Kannst du hier vielleicht den angreifen? Das wäre total nett von dir. Warum? Wieso? Warum kommen jetzt hier so viele? Was soll denn das für ein Scheiß? Finde ich nicht in Ordnung. So, ich hoffe, das war's jetzt mit euch. Meine Güte, ey.
So, da soll ich mich mit ihr treffen. Und wenn ich da irgendwie hinkomme. Warum nicht, ne? Schauen wir mal. Klettern einfach mal hier über die Felsen. Und dann kommen wir da schon irgendwie hin. Ist da runter? Ja. Oh, hier sind Gegner. Ich will aber nicht kämpfen, deswegen... Tschüss. Das ist ja doch ein ganz schön großes Gebiet hier auch. Also dieser kleine Fleck. Hab ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre um einiges klein. Einfach wirklich nur hinten da diese kleine Einbuchtung und das war's. Aber... Oh, gibt's doch schon ein bisschen mehr. Ach, hier sind schon wieder welche. Wie komme ich denn da jetzt hin? Boah, zu den Waffen am Arsch. Mann. Immer diese komischen Hakoniten, ey. Die Hakoniten fressen, sage ich nur, ne? Es ist unglaublich mit denen. Die haben auch nichts zu tun, weißt du? Stehen die ganze Zeit nur rum und wenn da mal einer kommt, dann gibt's gleich auf der Fresse. Achso, ich greife gar nicht an. Ja, würde ich vielleicht auch mal wieder tun. Könnt ja mal ein bisschen unterstützen, so. Vielleicht. Ich glaube, das ist da oben, ne? Da irgendwo. Ach da, guck mal, da sehen wir es doch schon. Da muss ich nur gucken, wie ich da hinkomme. Habe ich mich keine Ahnung. Vielleicht aber hier. Könnte durchaus sein. So, hier. Auf. Nein, dann halt nicht auf dem Boden. Oh, komm. Verreck doch einfach. Du kannst eh nicht gewinnen. Ich bin jetzt schon weg. Tschüss. Ist mir so nervig. So nervenaufreibend, der ganze Käse hier. So, nein. Du sollst da hoch. Ernsthaft? Der war noch still alive? Was ist denn da los? Ich könnte, warte mal, hier hoch. Ah, bringt mir aber eigentlich auch nichts. Jawohl. So, vielleicht kann ich von hier dahin. Ich glaube es zwar nicht. Ich denke mal, das wird mir auch nicht sehr viel... Wobei, hier ist so ein ganz, ganz kleiner Trampelpfad, der mich noch vielleicht nach oben bringen könnte. Ja, wobei. Ja, doch, könnte mir wirklich helfen. Vielleicht aber auch nicht. Na, wobei doch. Hier, guck mal, komme ich ja auch hoch. Ja, wunderbar. Dann hoffe ich nur, dass ich hier die alte auch finde. Willst du mich verarschen? Du kannst hier nicht hoch? Ist ja mehr als unglaublich. So, wir sind schon mal hier. Wir können ja hier nochmal ziehen. Das hat nicht geklappt. Hat nichts gebracht. Tja, das ist doof. Das ist blöd. So, dann da hoch und dann müssten wir die ja eigentlich gleich mal treffen, die alte Colette. Ach, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da oben irgendwo steht sie. Das heißt, ich muss noch ein Stückchen weiter nach oben. Ist ja wunderbar. Guck mal, da ist noch so ein Ding. Ich glaube, das bringt mir aber auch nichts, wenn ich da dran ziehe. So, und wie komme ich jetzt weiter? Also ich bin jetzt schon mal bis hier gekommen. Jetzt will ich ja auch gerne bis zu ihr irgendwie... Ich glaube, hier bin ich sogar falsch, oder? Ich hätte wahrscheinlich von hier nur gemusst. Das wäre wahrscheinlich viel einfacher gewesen. Vermutlich sogar wirklich, dass es da einen Weg gegeben hätte direkt. Ah, verdammt. Ja gut, ne? Wenn das so ist, ist das so. Überlebe ich den? Natürlich. Easy. Ich sollte aber dennoch mal ein kleines Heiltränkchen zu mir nehmen, damit ich nicht gleich sterbe. So, ich denke mal, das wird hier einfach den Weg folgen, ne? Und dann dürfte ich da hinkommen. Weil das sieht auch so aus, ob der da hingeht. Naja, wir werden mal sehen, ob mir dieser Weg wohlgesonnen ist oder auch eben auch halt nicht so. Wenn ich auf diesen Weg überhaupt komme, das ist nämlich so die Frage, weil ich habe gar keine Ahnung, wo soll denn dieser Weg sein. Ach so, ja, nee, klar.
Das bedeutet, ich werde einfach hier schnell hinreisen. Ich bedanke mich aber bei euch fürs Einschalten. Hoffe natürlich, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin, haut rein.